3, 2, ach, der Uka. Los! Namorgias Nara! Nein, nicht Cortex! Tu's nicht! Und das heißt bestimmt wirklich irgendwas auf Spanisch oder Portugiesisch oder so und irgendwas ganz Dreckiges. Und du weißt es gar nicht. Weil Cortex zu blöde war und selbst in den Abgrund gerutscht ist. Ich habe ihn nicht mal angerührt. Der Eisbär tut mir schon ein bisschen leid. Ja, der muss ganz schön Gewicht ertragen, ne? Ja. Der ist bestimmt auch bei Weight Watchers. Weil das Gewicht ihn platt macht. Der Kreis schließt sich. Ah, ist das schön. Das kommt alles immer wieder. Ja. Das macht schon Spaß, echt. Ach ja. Ja, und sonst so? Ein Ladebildschirm ist was Schönes. Ja. 3, 2, 1, los! So, dann wollen wir mal gucken. Was ist das hier die Schwierigkeit gewesen? Ich hab's nicht gesehen. Zu gewinnen. Achso, das ist die Schwierigkeit. Da ist nur noch einer da. Ich habe immer noch nicht gesehen, was die Schwierigkeit ist. Ich habe sogar mehr Zeit. Du versagst. Dass ich gestorben bin, ist die Schwierigkeit. Dass du dich wahrscheinlich nicht mehr so lange am Rand halten kannst oder so, könnte ich mir vorstellen. Das kann auch sein, ja. Das ist mir, weil, bloß ich bin gar nicht immer am Rand gewesen, bis auf das eine Mal da eben, ja. Weil da hättest du jetzt alle drei fast gleichzeitig runterschubsen können. Die waren alle an einer Stelle am Rand. Was, hä? Ich kann mich in der Tat nicht festhalten. 3, 2, 1, los! Hab ich. Da hat der Dave recht gehabt! Hätte ich jetzt echt gar nicht gedacht, dass das jetzt das ist. Was da. So der Grund. Ach, gut, dass keiner den Schneeball rauskriegt. Aber die anderen dürfen sich natürlich festhalten, ne? Ja, ja. Ich finde das, ey, ich finde das so unfair, sowas. Das ist doch kacke. Das ist doch blöd. Das ist, dann soll ja, das ist ja gerade die Schwierigkeit des Cups. Ja, aber ich finde, Schwierigkeit kann man ja einbauen, aber dann nicht unfaire Schwierigkeit. Das ist doch schon wieder scheiße, dann finde ich jetzt. Ja, wieso? Wenn das für alle zählen würde, dann wäre es ja keine Schwierigkeit mehr. Nein, ja, deswegen kann man ja auch Schwierigkeit anders einbauen, auf eine ganz andere Art und Weise, grundsätzlich, finde ich. Ach so, okay. Zum Beispiel mit mehr Hindernissen da drauf oder sowas, die für alle gelten. Aber so dann sowas Unfaires zu machen, finde ich dann schon wieder scheiße von den Entwicklern. Und ich bin wieder am Meckern und das finde ich blöd. Aha. Nö, ist so. Finde ich doof. Nö, finde ich doof. Will ich nicht. Na, Gambuharga. Das finde ich halt doof. Habe ich schon gesagt, ich finde das doof? Ich finde das doof. Ich glaube, du hast es mal beiläufig erwähnt. Ja. Hey, ja. Ah! Rillapu! Affenkacke! Nein, nicht mich! Nein! Ich war klein und brauchte das Geld. 3, 2, 1. Du bist immer noch klein. Ja, das ist wahr. Und Geld brauche ich auch immer noch. So, im Vergleich zu mir zumindest. Ich bin genauso groß wie Alina. Was? Ja. Das ist ganz schön krass. Die ist 14. Mann, ich komm mir nicht weg. Dann ist sie aber eine ziemlich große 14-Jährige, oder nicht? Ja. Und du? Ja, ist sie auch. Ich bin ziemlich kleiner 27-Jähriger. Ja, ich wollte schon sagen, du bist echt, das musst du ja mal reinziehen. Du bist doppelt so alt wie Alina. Das ist krass. Ja. Und die fängt jetzt auch bei Let's Plays an. Finde ich voll lustig. Yay. Das ist ja eine ganz Crash Bandicoot verrückte. Die ist noch Crash Bandicoot verrückter als Rick. Hm. Das war so eine gute Gelegenheit. Und ich spring daneben. 2, 1, los! Ich komme mir so manchmal, wenn ich das so höre, so, oder jetzt, ich, ist jetzt nichts gegen Alina oder so, aber die ganzen so, ich sag mal in Anführungszeichen, jungen Teenager, die Kiddies, die dann auch so sagen, oh hier, Let's Plays und bla blub. Komme ich mir manchmal dann auch schon so ein bisschen so alt vor, aber. Oh. Ja. Du armer Arm. Ja. Luxusbüro. Ja. Er kann. Durchaus! Durchaus! Nagamo! Er kann ja keiner was. Das klang wie eine japanische Stadt. Was auch übrigens nicht heißen sollte, dass alle jungen Let's Player irgendwie, weiß ich nicht, so sind oder schlecht sind oder was. Das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. Zumal ich das ja nicht beurteilen könnte und mir nicht anmaßen möchte. Richtig.
Aber manchmal fällt es mir halt so auf bei manchen Exemplaren, sag ich mal. Exemplaren vor allem. Bei manchen Subjekten. Das ist tricky, das ist schon tricky hier, kann man nicht anders sagen. Ja, ja, durch Unfairness kann man schon ziemlich viel tricky was rausholen, ja, das stimmt. Haben die Spieleentwickler gut mitgedacht, ja. Ach ja, der Dave. Ja, ich finde halt, man kann ja ein Spiel, so eine so Spielerei auch cool finden und ich finde ja auch die Crash-Reihe cool, aber ich muss ja deswegen nicht unkritisch sein, also... Nein, das sei dir ja auch alles gegönnt. Das finde ich ja immer so ein bisschen schon schade manchmal, wo ich mir dann so denke, so, jetzt irgendwie nicht so hier in dem Umfeld oder so, aber manchen anderen Sachen denke ich mir so, manche Leute, die verschließen dann auch oftmals so bewusst die Augen vor Kritikpunkten, weil die halt irgendwie so einfach so die ganze, das Ganze an sich einfach irgendwie so gut finden und dann gar nicht mehr irgendwie Kritik sehen. So, das finde ich halt doof. Ja, wie gesagt, also, ich meine, ich sage ja auch nicht, dass das beste Crash-Spiel ist überhaupt. Das weiß ich, aber es ist ja auch schon einer der schwächeren Teile, will ich ja gar nicht sagen. Nö. Also mir ist es auf der WhatsApp. Zum Beispiel. Zu, weiß ich nicht, zu abwechslungslos. Aber natürlich, so die Spiele an sich, wenn man das spielt, kann es natürlich schon spannend sein, so ist nicht. Weil Kritik, liebe Leute, ist ja auch nicht unbedingt nur etwas Negatives, was ja dann auch immer viele denken, so Kritik ist immer was Negatives. Nee, Kritik kann auch positive Kritik sein. Ja, natürlich. Wobei, vielleicht ist es auch noch was anderes wieder, wenn man es selbst spielt. Das auf jeden Fall, klar. Kann ja auch sein. Aber ich wüsste halt, wenn ich das selbst spielen würde, ich hätte da nicht so die Geduld für. Also ich könnte das nicht ganz durchspielen, glaube ich. Wenn das halt so diese ganzen Spiele da sind. Also an der Geduld zerren bei mir die Vorgängerteile auf jeden Fall viel mehr als dieses. Das kann ich schon mal sagen. Okay, nee, ich glaube bei mir. Weil das hier schneller vorüber ist. Ja, aber bei den anderen hätte ich aber auch einen anderen Anreiz oder einen größeren Anreiz, dieses Level schaffen zu wollen. Und hier wäre mir das ziemlich egal. Dann versuche ich es halt 10.000 Mal. Oder würde ich ja eigentlich gar nicht. Aber der Anreiz ist bei mir eigentlich gleich. Das ist... Wow. Ich versuche, glaube ich, gleich mal den nächsten Level. Das ist gerade nicht so einfach, wie ich mir das hier doch kann. Das ist ein nächster Level. Ja, komm, kriegt euch mal alle selbst raus. Ich bin gerade überlegen, macht der eigentlich immer die gleichen Stellen weg hier, Uka Uka? Oder ist das immer zufällig programmiert? Ich glaube, das ist zufällig. Von wann ist denn das Spiel eigentlich? Das gucke ich gleich nach, wenn ich wieder im Warpool bin. Also jetzt. So, warte mal. Das ist das Medieval-Spiel. Das hilft mir gerade nicht weiter. Dieses Spiel ist von einem Jahr 2000. Einem Jahr mit einer 2 2000. Und 3. Ja. Ich habe gerade Bock auf Snowbash. Ich habe gerade Bock auf Bockwurst. Das machst. Das hast. Das hast. Ah, ich liebe diesen Schnack. Das machst. Das ist einfach genial. Aber mir ist das bis jetzt nur einmal aufgefallen, wo er es gesagt hat, ehrlich gesagt. Sonst sagt er das gar nicht so oft. Ja. Doch, das hat er bei dem Amnesia Let's Play das ganz oft gemacht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also wo ich ja immer noch so ein bisschen enttäuscht bin von Machine for Pixel, habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen. Ja, den zweiten Teil fand ich echt nicht toll. Ich habe mir den zwar komplett angeguckt, weil ich immer gedacht habe, oh, da kommt bestimmt was ganz Geiles, aber das war auch ja. Ich fand es auch gar nicht gruselig, muss ich sagen. Überhaupt nö, nicht. Also hatte schon irgendwo eine interessante Atmosphäre, aber es war jetzt nicht gruselig. Ja, also. Aber es war eine kleine Stelle, wo man so ein Schwein, das erste Mal ein Schwein vorbeihuscht oder so. Da habe ich mich so ein bisschen... Also ich fand eigentlich auch die Atmosphäre ganz am Anfang am besten in dem Haus noch. Das fand ich echt cool. Und später war es halt nur noch in diesen Kellergewölben und Rohre, hat man gesehen und so. Das war alles nicht mehr so geil. Ja, eben. Auch kein schlechtes Spiel, kann man auch nicht sagen, aber es ist halt, es fehlt halt so ein bisschen was im Vergleich zum ersten. Also. Ja. Aber da hätten sie echt mehr draus machen können. 2, 1, los. Ähnlich wie bei Crash Bash. Was hast du jetzt wieder gesagt? Ja, ich wollte da nur mal den Faden aufgreifen. Ich hab ja heute auch nichts kritisiert, nee. Nee, eben, richtig, das musste ja auch mal sein. So,
Ich sollte mal ein paar Äpfel einsammeln, bevor ich sterbe. Ja, das sollte jeder möglichst viel tun, weil Äpfel sind gesund. Also möglichst viele Äpfel einsammeln, sonst... Äpfel sind ein Muss mit viel Milch und Haselnuss. Die sind so schön klein und so schön rund, mit einem Haps sind die im Mund. Naja. Schau doch an, wo man seine Äpfel kauft. Ich rede Stuss, das ist normal. Für diejenigen, die sich jetzt gerade wundern, was erzählt er da? Ich glaube, das wissen alle mittlerweile. Ja, vielleicht gucken ja auch mal ein paar neue zu. Man weiß es ja nicht. Ja, kann auch sein. Kann ja durchaus mal vorkommen. Ja. Falls ja, hallo. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße euch zu dieser Runde. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, ich stelle mich mal in die Ecke und lache eine Runde mit Dingo Geil. Dingo Geil, ja, super. Dingo Geil, Dingo Geil. Ich bin Dingo Geil. Dingo Geil ist Dingo Geil. Meinst du? Das wäre so voll der Slogan für ihn. Dingo Geil mit Dingo Geil. Das wäre so der. Ja, super. Mit drei Ausrufezeichen dahinter. Akku! Das finde ich auch so witzig, dass ich als Dingo-Dial einen Akku einsammeln kann. Finde ich voll geil. Muss aber auch immer wieder aufladen, ne? Den Akku. Aufladen? Das war so ein schlechter Wortwitz, das hat man noch nicht mal gemerkt. Ach, jetzt weiß ich erst, was du meinst. Okay, ich habe da eben was... Ja, was Tieferes hinter verstanden, aber nee, da war gar nichts. Nee, also ich sag ja oft was Tiefes, aber sowas Tiefes dann doch nicht in dem Fall. Das fand ich auch so geil. Ich will ja nicht alle Gags aus meinem Best-of verraten, oder war so eine geile Stelle. Aber ich mach's jetzt trotzdem. Das war so eine geile Stelle. Ja, egal. Das hast du bis dahin eh wieder vergessen. Ja, das wird's auch so sein. Da war so eine Stelle, wo du von Musik gesprochen... Also genau, da hast du dich über die... Über dieses Auaiaiai, Auaiaiaiai so ausgelassen von diesen Mönchen. Und hast dir dann vorgestellt, wie die Synchronsprecher im Studio sind und das dann einsprechen, weißt du? Und dann hat dann der Regisseur dann so, oh, mit mehr Ausdruck oder so, ne? Und dann kam es, so ungefähr müsste sich das dann anhören, hast du noch gesagt. Und dann hast du gerade wieder Auaiaiai gemacht. Und in dem Moment habe ich dann eingespielt, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Das passt so geil. Das kam so cool rüber. Ja, geil. Ich freue mich schon. Ja, und ich mich erst. Nee, echt. Wenn das erstmal fertig ja, mach schnell, ist und ich das sehen. Einmal komplett angucken kann, dann macht's mach richtig bitte Spaß. Schnell, ich will's sehen. Ja, so schnell. Ich komme da ja eh erst nur am Wochenende zu. Zeit abgelaufen. Die Zeit ist knapp. Time is money. 2, 1, hat übrigens auch schon Benjamin Franklin geschrieben. Ich glaube, ich weiß nicht, sogar in der Unabhängigkeitserklärung, ich weiß nicht. Irgendwo in irgendeinem Brief auf jeden Fall steht das drin, Time is Money. Daher kommt eigentlich so auch ziemlich der weit verbreitete Spruch zum Teil zumindest. Spruch. Leute, müsst ihr euch irgendwie was töten. Tschüss, Zuschauer, es war schön mit euch. Nein, ich meinte nicht euch, liebe Abonnenten. Ich meinte hier die komischen Viechers. Fliegen. Zeit abgelaufen. Guck mal, der hat nur noch einen ganz kleinen Fitzel Energie. Den hätte ich noch killen müssen. Jetzt sehe ich auch die Energie auf einmal wieder. Ach, jetzt siehst du das. Ach, guck an. Aber warum? Aber die Kameraposition hat sich nicht verändert. Das kann ich bestätigen. Ja, aber... Hä? Ja. Keine Ahnung, warum das so ist. Es ist, wie es ist, und ist es halt auch so. Wo kommt das nochmal her? Ich weiß es nicht mehr. Ich heb eine Kiste auf, die schon auf 1 steht. Es ist viel passiert. Nee, das kenn ich nicht. Es ist, wie es ist. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Was es ist, sagt der Verstand. Das kenn ich. Von Mia oder so ist das, glaube ich, irgendwie so ein nicht von dir. Mia San Mia, ja. Mia San Mia, genau. Desmos. Und weißt du, was wir auch lange nicht mehr hatten? Shubo.
Schubber. Ja. Schubber, mit Schubber nehme ich morgen oder übermorgen auf. Sag das doch nicht so. Ja, die hat ja Humor. Die hat einen Humor? Ein Hummer hat sie. Die hat einen Humor. Übrigens, die hat komischerweise die gleiche Angewohnheit wie du früher, nur dass es wahrscheinlich eine andere Bedeutung hat. Jetzt bin ich gespannt. Du hast doch früher immer dein Kehr rangehängt, dass du das ja weglässt. Kehr, Kehr, ja, das mache ich ja unbewusst, ne? Ja. Ja, und bei ihr ist das aber so, nicht nach jedem Satz, aber wenn sie zum Beispiel irgendwas erzählt, dann kommt fast nach jedem Satz Kehr, aber so als Frage. Okay. Weißt du, wie gell? Sowas wie in Richtung wie gell? Ah, gell finde ich ja ganz schlimm. Ne? Ja, aber so in der Art halt, gell? Yeah. Das finde ich voll witzig. Das wäre mir auch erst letztens aufgefallen. Ein Spiel und da wird dann immer so das Deutschland als Land angezeigt und die ersten drei Buchstaben werden dann immer abgekürzt. So G-E-R, so Germany. So GER. Und dann überlegt ja, sich, soll genau. Ich das auswählen? GER oder nicht? So. GER? Ja, aber genauso spricht also was das aus. Das finde ich auch voll witzig. GER? Ja. Germany? Germany?